eigentlich gedacht, bei dem warmen Wetter, und weil ich wahrscheinlich eh zum Schwitzen komme bei dieser Aufgabe, die mir ein bisschen Angst macht, hier mit dem Hubretter auf 30 Meter raufzugehen, dass ich dann in Leger mache, dass ein bisschen Luft hat, wenigstens um mich komme. Jetzt hat mir der Gregor Achermann, Chef des Hubretters, aber gesagt, ich darf die Feuerwehrausrüstung anlegen hier. Sie dient mir nicht zum Schutz, aber er hat gesagt, er will mir mal zeigen, wie heisst es bei der Feuerwehr zu und her geht. So Pascal, jetzt geht es in die Höhe. Für damit dass wir ein bisschen durchkommen, ist ungefähr 22 Meter. Aber für deine Höhenangst sollte das kein Problem sein. Wenn wir zuerst das Gerät so anmachen, dass wir abstützen auf der Seite, so dass wir eine gute Stabilität haben, dass es möglichst wenig Macht für dich oben. Wir machen die Stützen raus. Und zwar ist das relativ einfach. Also mal die Taste drücken. Wo wir da die zwei Stützen gesehen. Und jetzt hörst du, jetzt geht die Reizahl auf dem Motor. Und jetzt ist das so ein Joystick, das ist nicht das Thema, gell? Damit wir die Kräfte von dem Boot jetzt verteilen können, ist noch Unterlagsplatte drunter rein. Genau. Schauen und staunen. Alles noch gut? Ja, bis jetzt schon noch. Ja, 10 Meter. Ja, gehen wir noch. Nehmen Sie Angriff? Ja. So weit, wie es für dich stimmt. Ja, gehen wir noch mal. Gehen wir noch hin. Wie viel ist jetzt das? Ich glaube, das sagen wir dir, wenn wir da unten sind. Das ist aber noch nicht 30, oder? Nein. Schon recht. Ja, wir haben eine Windgeschwindigkeit 5,3 Meter pro Sekunde. Und da wenn kippt er. Bis 12 Meter pro Sekunde können wir da oben schaffen. Das hast du auch schon gesehen mit unserem Ausflug auf 29,7 Meter. Also fast 30. Mehrere 30 cm wollen sparen, aber du bist ja auf die Sicherspitze gestanden. Ja, genau. Mit deiner Größe bist du sicher auf 30 Meter Augenhöhe gewesen. Pascal, bitte schön. Wer hätte das gedacht, ich habe es überlebt. Ja, wie der regionale Hubretter von der Feuerwehr Wilisau-Gärtner noch funktioniert, das weiss ich jetzt. Mehr zu meinen Erlebnissen lesen wir im Wetter.